meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben zwei Ziele. Wir brauchen wieder eine tolle Erzählung für die CDU, eigentlich eine Aufbruchserzählung. Und wir brauchen wieder Punkte, die uns wirklich von anderen unterscheiden. Das ist das Ziel des Prozesses, darüber reden wir heute. Wirklich herzlich willkommen in Berlin. Toll, dass Sie hier sind. Wir befinden uns in Krisenzeiten. Die Ukraine ist ein ganz, ganz großes Thema für viele Menschen in unserem Land. Aber auch die Inflation sowie auch das große Thema Abhängigkeiten, das verunsichert viele Menschen und macht ihnen vielleicht sogar Angst. Wir möchten diesen Menschen Orientierung und Halt geben, weil wir der Ansicht sind, dass genau das auch der Anforderung einer modernen und weltoffenen Volkspartei dazugehört. Den Zeitgeist zu bestimmen, das heißt für mich, dass wir die Themen der Zeit besprechen. Zum Beispiel, wie sieht gute Kinderversorgung, Schulversorgung auch für die Kinder aus, die es nicht so leicht zu Hause haben? Oder wie kann man sich wieder Eigentum leisten, auch in einer großen Stadt, wenn beide arbeiten? Das sind die Fragen, die die Zeit bewegen und die wir bewegen sollten. Wir Christdemokraten glauben an den Menschen, weil wir an seine Stärken und Fähigkeiten glauben. Weil wir jeden Einzelnen und seinen Beitrag für das große Ganze sehen. Das ist keine politische Prosa, sondern das ist Grundlage für ganz konkrete Politik. Das ist der Geist, der uns auch heute auf dem Weg zu einem neuen Grundsatzprogramm eint. Wir sollten unterschiedliche Auffassungen respektieren, denn das, was uns auszeichnet, ist, dass wir nicht ideologisch sprechen. Und deswegen ist das Experimentierfeld in der CDU überall vorhanden, auf den Marktplätzen, in den Kneipen, aber natürlich auch gerne im Konrad-Adenauer-Haus, wenn wir hier Werkstattgespräche zum Beispiel mit jungen Wissenschaftlern durchführen über die Frage, wie sieht Mobilität der Zukunft aus? Dass wir eine weltoffene, moderne Partei sind, in der jeder willkommen ist, der unsere Werte mit uns teilt, ganz unabhängig vom Geschlecht oder von der Herkunft. Und mit Herkunft meinen wir nicht nur die ethnische Herkunft, sondern auch die soziale. Jeder, der an ein neues Aufstiegsversprechen, was wir als Volkspartei auch geben wollen, glaubt, ist bei uns willkommen, solange er die Werte mit uns teilt.